Willkommen zurück hier, zweite Map, Curse gegen Faculty im Upper Bracket, Runde 1 der ESEA LAN Playoffs. Und mit mir dabei noch der gute Trouble hier in den frühen Morgenstunden. Oh. So, wer hätte welche Seite gepickt? Faculty T. Na, bin ich mal gespannt. Mittellastiger Aufbau. IP hast du noch bekommen, oder? Ja, ich bin drauf. Sehr gut. Großen B-Split. Curse steht da, glaube ich, gar nicht mal so gut gegen. Boah, Inger war blind. Boah, kriegt noch einen. Boah, er kriegt zwei. Boah, das war wahrscheinlich einer zu viel. Aber Michael macht hier auch einen Fehler. Oh, ja. Auch sofort rein. Das gibt Faculty die Chance, hier die Runde noch klar zu machen. Einer kommt über Cutters. Kirby noch eine gute Smoke. Fläche übers Tor. Schön. So, man hat die Bombe. Sehr gut. Geht es sogar nach A? Dürfen wir jetzt auch nicht in den Rücken schützen. Boah, schöne Smoke in the Base. Das war, glaube ich, noch die vom B-Split. Nee. Hat er gerade neu geworfen. Echt? Ja, der war super. Okay, so lange hält die wirklich eh nicht. So, und jetzt muss er einfach safe runterspielen. Nice. Wieder die Terrorpistole an Faculty. Jetzt muss man aber auch endlich mal was draus machen. Very Games noch die Halbzeit gewonnen, 8 zu 7, als Terror auf Mirage. Alles in Vigo, Faculty. Ein Mann verloren, okay. Zwei Mann verloren. Swap, der hat jetzt nur Kevlar gekauft, keine. War Kuke Monster gestorben. Hm. Der aber sich ja dann für die AWP entscheidet. Letztlich wenig, ob er da. Wie schätze Faculty auf das 2 jetzt ein? Eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so gut, aber. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie ein bisschen umgestellt. Ich habe übrigens nachgefragt beim Lenz und Mantis sagt wirklich an. Also, wie hast du da nachgefragt? Facebook. Oh. Da antwortet der Lenz. Ja. So, so. Der ist doch total hip mit einem Smartphone unterwegs und so. Ja, ja. Dürfen, denke ich mal, gespannt sein, was wir jetzt Taktiken sehen. Direkt B. Contact vielleicht? Ne. Schneller Aufbau über Cutters. B wird Plateau abgehemmt zu zweit. Stan übernimmt allein B. Boah. Schöner, wichtiger Frag von Dizzy. Dann spielt direkt den Go. Gefällt mir, dass man hier jetzt nicht lang fackelt. Stan ist allein, muss man killen. Nice. Und da ist die Runde schon fast eigentlich gewonnen. Fast? Ja. Naja, perfekt. Da würde ich jetzt schon safen. Ja, eigentlich schon, ne? Wenn meine B-Spieler es kommen, einen Kill zu machen. Alle. Ja. Noch recht viele Granaten bei den T's vorhanden sind. So früh in der Runde. Kirby da gemacht hat. Sind drunter noch ultra safe, aber sie haben es echt noch versucht. War wirklich unnötig. Hätte man sich auf jeden Fall legen können jetzt. Ja. Aber what krass, a so ein timing.
Wie ist er einfach irgendwie Mitte rausgegangen? Headshot gesetzt? Keine Ahnung. Er ist einfach Mitte raus, volles Risiko, hat einen Kill gemacht, ist gestorben. Ja. Vollkommen okay für das Web da. Und dadurch hat er halt quasi den B-Spieler getötet, wodurch sie 2-on-1 aufwerten. Also sag mal, dieser Engel, der rastet extrem aus mit Pistols. Vorhin schon so ein Ding vor B in der Pistol. Boah, jetzt kümmert es von den Tipp. Nein, nein. Zu spät reagiert. So, was wird's jetzt? Ah, okay, es ist ein 2-on-2. Ich dachte schon, es ist ein Überzahl. Schauen wir mal, was die AWP so reißt, aber... Wahrscheinlich. Ah. Sehr gut abgesmoked. Geht auch safe. Wieder war es ein schneller B-Rush. Ich meine, Faculty spielt das echt oft, dass sie in Anti-Ecos B rushen. Oder sagen wir mal schnell B gehen. Da läuft man natürlich auch Gefahr, dann mal in eine Falle reinzulaufen. Gut, eigentlich ist ihr Spiel schon Ecos anbelangt. Kann man das nicht so sagen, auch auf andere Maps. Ja. Sind die da nicht so berechenbar? Also, manchmal spielen sie da, also. Ja, okay. Aber das, was man festhalten kann, ist, dass wenn sie eine Eco-Gegner haben, quasi, dann sitzen sie sehr kompakt. Spielen dann wirklich auch zusammen. Und relativ zügig, aber man weiß nicht ganz genau, wohin sie gehen, und das ist halt ein Problem. So, hoffentlich können sie jetzt auch mal eine hohe Halbzeit machen. Skadoodle wird aber einen First Check bekommen. Ja, Enge auch am B gestanden. Unterzahl. First hält jetzt endlich mal den B. Sammeln sich jetzt ein bisschen Mitte. Kann auch nicht jede Runde... Ach, egal. Ja, sag ruhig. Nee. Sind sie B angegangen schon wieder, oder? Nee. Ja. Mal, wo der einer liegt. Guck mal, die sind schon wieder mit Molly. Runde. Also ganz ehrlich, hier können sie sogar noch machen. Guck mal, nur einer auf dem A. Wenn der ist aber super sicher. Wenn der jetzt. Ach, guck mal, wenn der Mantis jetzt den Schuss hittet. Aber die Smoke. Der steht gerade mehr dem. Safe. Hilft gerade mehr dem CT als dem T. Boah, der Molly ist aber super. Ah, schade. Naja. Boah, wenn die Smoke nicht geht, leider auf die falsche Seite der Molly gelandet. Wäre auf der hinteren Seite. Boah. Irgendwie killt er den mit der Glock. Dadurch ist die Runde echt noch machbar. Also jetzt kommt der Steg. Ja, aber das. Boah. Ja, mit Akkad ist ihm noch zugetraut. Ich wäre ja gerade zuerst gegen den Stegspieler rumgegangen. Weiß, wo er ist. Der andere war scheinbar ja noch nicht da. Ja, ich bin der Meinung, dass die Smoke gerade mehr geschadet hat als genutzt. Aber gut. Ja, nicht. Egal, die Runde war auch relativ knapp. Auch geworden, ja. Von daher, sollte man die gewinnen, könnte das sogar Eco direkt, oder müsste es eigentlich direkt Eco bedeuten. Asmo liegt direkt lang an. Er wartet da, vielleicht ein Flash von hinten. Krass. Damit hat Asmo nicht gerechnet. Weil er schleicht ihm rein. Asmo killt ihn leider nicht. So, Unterzahl, lang eingenommen. Flash für Dizzy. Keine Chance. Jetzt muss Kirby eigentlich was machen. Er ist weggesmoked. Ganz schwer die Runde zu holen. Diesmal sind sie auch zu zweit am A. Kirby, bei ja, die Fracks dann nicht so gut stehen, aber Skadoodle holt die Fracks immer da am A. Oh nein. Vom A-Spot. Schade, das wäre die Chance gewesen, sie direkt in den Teufelskreis zu schicken. Stattdessen sind sie, ich glaube, da wird gelegt, ja. Ja, sie kaufen. Reicht sogar noch für AWP. Asmo wird probieren, lang den First wegzumachen. Kannst du drauf gehen? Könnte aufgehen. Nein.
Ich sag das Gedudel echt stark. Und wieder schleicht dieser eine vor. Oh, er hat damit geskippt. Oh, da muss Dizzy den Frack machen. Hat gerade ja weggeaimt. Dass du das auch sagst, also. Hat, glaube ich, eindeutig jemand geschlafen gerade. Hm. Dabei müssen wir diejenigen sein, die schlafen. Ja. Aber trotzdem. Schöner Schuss für den Kirby. Ja, du hast. Also, ich weiß noch nicht, was du jetzt gerade sagen wolltest, aber trotzdem fällt mir auf, dass die Schwachstelle von Curse echt Kurzgo ist mit einem. Also, so ein A-Split gegen die zu spielen, wo Kurz zuerst den Go macht und Lang ein bisschen verzögert kommt, ist, glaube ich, deren Schwachstelle. Das sieht man daran, dass sie den Lang nicht wirklich halten, sondern der eine Spieler da häufig aggressiv steht und sie den Steg gar nicht blocken. Geh wieder rein, geh wieder rein, geh wieder rein. Alter, was macht der denn? Keine Ahnung, was er da vorhat, Alter. Der kann das Turn 1 easy holen auf B. Echt mal. Warum geht der nicht einfach wieder rein? Er hat jetzt sogar die Zeit dazu. Och Gott. Das Problem wird sein, sie werden jetzt es wahrscheinlich nicht spielen direkt, weil sie an Lang halt immer kassieren. Also ich glaube nicht, dass sie so smart sind jetzt. Das müssen einfach mal jetzt gegen dieses Team, gegen die sie das spielen, weil sie so auf den Sack bekommen an Lang, mal Steg vernünftig einnehmen. Ja. Dann vielleicht den, also zu viert Steg einnehmen, einer soll ein bisschen Lang abgammeln, das macht eh meistens ja Asmo. Was da so geht, ob sie wirklich lang sind. Wenn sie nicht lang sind, dann sollten sie mal Steg einnehmen. Und dann Steg eingenommen. Schiebt nur einer zurück. 3 Steg, 2 lang. Steg macht Go. Lang macht ein bisschen verzögert Go. Und das sollte dann passen. Also, Curse steht dann nicht so gut auf A. Also, wäre schon, glaube ich, das Optimalste, was QK-Manz da jetzt ansagen könnte. Schauen wir mal. Aber ich weiß, was stattdessen kommt. Und zwar Standardaufbau? Nee. Wäre zu viel Information über das Team. Jetzt verstehe ich auch, warum du hier noch wach bleibst. Ist ja gar nicht mal so unklug. Ich hätte mir auch die Demo angucken können, aber brauche noch ein paar CS-Stunden. Das ist gut, ja. Ja, das ist nicht schlecht. So, Dizzy wieder mit seinem Move. Das ist wirklich diese erste Equipped Round. Aber diesmal haben sie wenigstens Steg. Ja. Asmo lang also wenn du in die Overview gehst, sie spielen genau das, was ich ihnen vorgeschlagen habe. Gar nicht so jetzt schlecht. Jetzt müsste einer von Kurz noch zurückschieben, zu lang. Asmo dann später helfen. Und dann, also was sie jetzt da im Steg machen, verstehe ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt mal in die In-Eyes. Hatten sie da Smokes? Ja, okay. Ein Vierer Kurz-Go. Was für mich, für meine Asmo Begriffe. Richtig an lang. Ja, für meine Begriffe ist es eine Person zu viel an Steg und Asmo hat dann nämlich dieses One-on-One an lang. Weil er hat das Duell gerade gewonnen. Sehr schön, Kirby. Ja. Aber hast recht, klar, wenn Asmo das Duell verliert, dann kommen sie halt alle Steg und Curse kann sie da relativ wegholen. Da muss dann einfach. Ach egal. Ja, muss halt. Ja, ich weiß, dass du gerade, dass du nichts verraten willst, aber ja, es ist halt Basics, also was heißt Basics, aber das sind halt so die Schlüsse, die man rausziehen kann. Aber. Hat ja auch so geklappt, also es klappt ja auch so, weil Curse gerade in dem Fall, also fällt mir jede Runde auf, dass sie da auf A sehr, sehr schlecht stehen gegen den Sticker. Oder kann man echt auch einen Fünfer-Sticker wahrscheinlich spielen. So, wichtig, dass es jetzt mal eine Runde wird. 6-4. Von der Eco ist Curse leider ganz weit entfernt. Curse variiert doch gar nicht, also ich bin immer den gleichen Mist. Diesmal schleicht Michael 3D da auch vor. Ah, das ist echt krass.
Krass, wieder immer einer vorschlecht vorne zum Tor. Schon komisch. Weil diesmal war er allein. Ja, guck mal, jetzt haben wir nur einen lang. Haben wir jetzt einen kleinen Read auf dem B-Split vielleicht? Das ist aber auch komisch. Ich meine, sie verlieren die Runden am A. Müssen eigentlich wissen, dass kurz eigentlich die Schwachstelle ist und decken jetzt verstärkt Mitte. Unverständlich. Schönes Time. Boah, das war Pech. Aber wenigstens instant Refrag. Oh, easy PK. Oh Gott, er macht zwei. Wo sind denn die Mates? Dass sie gerade den Frag setzen. Das kann er noch. Krasse Runde von ECPK. Ey, da sind sie schon auf A. Einer dann nach hinten kurz und unverständlich, warum sie da so weit weg sind. Ja. Hast du die Runde gerade irgendwie verfolgt, oder? Ja, ja. Die Runde geguckt. Naja. Ich hab nur gerade beschlossen, nichts mehr zu dem Terrorspiel zu sagen. Ja, okay. Jop. Tja, 6-6. Jetzt wenigstens wieder Geld. Was sie jetzt machen. Jo. Erstmal wieder Topspawn zu lang. Mit Aave. Jetzt nochmal? Ja, ich glaube schon. Wo ist das Gedudel? Er ist Mitte. Ja, das kann jetzt mal klappen. Boah, er ist schon durch. Ja, ja, und er schleicht wieder vor. Ah, dieser macht den. Aber ja. Er hat wieder nicht damit gerechnet, glaube ich. Bitte hoch. Ja, wow. Ja. Das ist ballsy von Curse auf jeden Fall. Michael kreist sie jetzt an. Kreist ihn an lang ein? Oder kesselt ihn ein? Wir müssen das Todesgang zünden. Wichtiger Frag. Bitte rein. Nice. Und Michael 3D ist doch bekannt lang. Ja. Hat die Bombe da aber. Oh ja. Und ein Smoke. Oh, oh, oh. So, sollten jetzt. Dann müssen sie auf jeden Fall warten und ja, nicht jetzt hier ihre fragen. Granaten verschwenden und so. Also, die Nate kann man ja vielleicht reinwerfen. Ja. Ah, die geht halt komplett ins Leere irgendwie. Aber QK Mans muss auf jeden Fall seine Flash jetzt behalten. Boah, jetzt vielleicht der. Sollte er sie nicht rüberwerfen da? Boah, ist der Decoy. Das ist der Refrag. Ansage. War gut gegangen. Gute, riskante Ansage. Aber es ist nicht das erste Mal. Nee, von. Hey, gerade in dem 2-on-1. Achso, ja. Ist aber nicht das erste Mal, dass er das macht. Oder diese so eine Ansage bringt, dass sie da quasi so ohne Flash ihren 2-on-1 also mit Brechstange zu entscheiden, sag ja, ich mal. Ach, guck mal, er ist der Eco von Curse. Ja. Das ist schon ein Bezeichen. Auf jeden Fall 9-6 drin jetzt. Wenigstens läuft die Eco mal einigermaßen flüssig. Ist auch keinen verloren. So. Was würdest du jetzt letzte Runde spielen? Vielleicht nochmal ein B-Split? Standard. Man sieht, hat Curse die Runde davor was gemacht. Jetzt werden sie nicht spielen wahrscheinlich. Ich hätte jetzt einfach wieder normal Standard gespielt. Was ist dieser Aufbau über Katas? Oh, guck mal, sie schleichen aus. Kommt eine Fläche über Bande. Und danach Instant. Sie sind schon sehr weit vorne, das ist eigentlich ganz so schlecht. Stan macht da leider einen. Hier kommt, Matchup gesetzt. Jetzt fehlt ein bisschen Smoke am Tor. Insgesamt sind sie aber ganz gut auf dem Spot und DZ ja, hat da auch. Hat da später noch die entscheidende Rolle, also. K
kann ansagen, dass keiner über Cutters kommt, was auch sehr wichtig ist. Ja. Oh, muss jetzt mit den Flex setzen. Sehr schön. Und dann kannst du dich jetzt easy aufs Tor konzentrieren. Oh. Ah, wichtig vom Mantis, dass er dort noch reinmacht. Boah, die Decoy Disor. Boah, die Decoy hat ihn richtig distracted. Es war super wichtig, dass Mantis da noch reinmacht, sonst hätte Dizzy wirklich ein schweres Spiel gehabt, weil sein Pose bekannt war. Aber 9-6 geht doch. Wobei man sagen muss. Na gut, mit Pistol. Ja. Ein paar unnötige Runden waren dabei, aber ansonsten passt das schon. Die Map ist auf jeden Fall drin. Aber das war die vorhin ja leider auch. Gleiche Halbzeitergebnis auf jeden Fall vorhin. Wobei vorhin was anderes rum. So, Ergebnis bei Very Games. Ah, okay. Wir sind kurz mal drüber gefahren als City. Ja? 16-8. Also 2-1. Ja. Dynamic somit auch im Lower Brackets. Oh, damn. Aber raus. Tja, jetzt hat's, ist Faculty in der Hand. Ob alle amerikanischen Teams ins Lower Bracket rutschen oder eins wenigstens oben drin bleibt. So, zu viert lang blocken. Boah, kassiert instant die Flash. Wenigstens kommt eine schöne Gegenflash. Da eh. Mantis legt das sehr lange an. Oh. Das ist auf dem Overview, sieht das ganz lustig aus. Die boosten da gerade hoch und jetzt kommen die. Und Gardula hat da die entscheidende Rolle am Steg. Ja. Gut. Wie ist denn dieser Headshot jetzt passiert in dem Mate? Keine Ahnung. Man ist aber schon im Element und wird nicht mit ihm gerechnet. Ah, jetzt wurde gesehen. One-Shot? Messerschuss. Ah, das wäre jetzt die perfekte Situation für ihn gewesen, einen One-Shot zu geben und dann noch ein 2-on-1. Ja, Durchschuss. Ne? Ja. Wäre eigentlich optimal. Also ein Pistol ist auf jeden Fall ausgeglichen. Jeder hat 2 Pistols gewonnen bisher. Ja. Verzögert. Aber ohne es, sag mal, einfach so rum. Nicht mal auf einen Step oder so gewartet. Ich meine, es hat doch geflasht, oder? Ja, von hinten wurde geflasht, aber sie haben vorne halt nicht mal auf Sound oder so gespielt. Und haben das relativ instant gespielt, diese Einnahme. Also ich würde dann eher warten, ob die T's wirklich da was spielen. Das Problem ist, dass es dann meistens schon zu spät ist, weil die T's dann schon zu den Leuten da raus ist. Also ist meine Meinung. Ja. Machen ja auch wirklich nicht wenige da in der Anti-Eco schnell lang zu gehen. Ja. Eigentlich eine. Kann klappen halt und ja, dann hast du halt die Runde wahrscheinlich. Und jetzt beispielsweise nochmal. Aber. Ja. Zu früh auf jeden Fall. Jetzt kommt Curse jetzt mit zweiter Welle quasi und Faculty ist. Schade. Stan ist richtig low. Oh, guck mal, sie lassen ihn sterben. DCBK muss auf jeden Fall jetzt mit der Bombe wegkommen. Kuka meins pusht ja schon hinterher. Boah, schade. Den? Oh nein, warum schießt die Base? Weil Kuka meins ist kein mehr Stegansag gesagt hat und der eigentlich für seine Begriffe relativ zügig war. Aber es war doch nicht so schnell. Ja, hast recht. Schade, war mehr drin gewesen. Aber kein Vorwurf. 9 beide. So, mal gucken, wie viele AWPs wir sehen. Eine bei Asmo. Und Mantis auch. Also einer am B, einer am A. Eine AWP. Doch, da wird jemand den A bekommen. Ja, Skadoodle hat wieder eine. So, Asmo mit seinem Standard-Move. Das läuft immer rein. Da hat aber auch keiner Mitte gezählt. Das wird ihm aber gerade nicht so gut. Alle in der Mitte versammelt. Asmo kommt rechtzeitig aber weg.
hundertprozentig von Anfang an in der Runde geplant, was gespielt wird. Und deswegen hat auch Das die ist jetzt. AWP nicht so konsequent die Mitte gedeckt und Boah, Asmo schön. konnte da den Frag dann setzen. Mantis hatte Glück, dass er da noch einen gekriegt hat. Simon übernimmt das Tor. Mantis hilft auch. Letztes ist zum Glück auch angesagt. Boah. Boah. Warum zielt Simon da Katas Ausgang? Weiß doch genau, wo er war. Wollte einfach nicht dumm sterben. Denn, ah, da. Er hat leider auch die Bombe. Ich glaube, da kann ich ihn jetzt schon ansagen. Aber. Ja, macht Faculty gut. Zeigt sich nicht. Sollten einfach jetzt warten, bis der die Bombe legt. Ruhig legen lassen. Hauptsache, man hat die Runde sicher. Wenn man geldtechnisch absolut ja, keine Runde mehr verkraften Jetzt kann. macht aber echt die trifft er Einfach die Mitte schlechteste raus. Entscheidung, Also, oder? eigentlich schon, ja. Also er wäre, mal ganz ehrlich, er wäre auf A gekommen. Wenn er schnell dann Base zielt, dann hat er vielleicht sogar einen Frag, dann hat er Ja, nur gewonnen, natürlich. also. Wenn der A draufkommt, dann 1 gegen 1 hat, Dann den ist es. killt, dann kann er, wenn er ihn nicht killt oder so, dann ist halt okay, aber Ja. so hat er potenziell so, er ist nicht mal auf dem Bombenspot Ja. und hat noch so wenig Zeit, so, keine Ahnung, was er da erwartet, Ja, also, richtig. und Da hätte er mindestens die Bombe legen können. stell mal vor, er hat niemanden auf A, er hat eine AWP und kann einfach easy für lang planten, Runde Ja, gewonnen. zum Beispiel. Also war gerade echt So, schlecht keine gespielt. Ahnung. Da ist Strange. Aber auch halt sehr, sehr, Gut für ein Faculty. von gut von Faculty halt. Gut abgewartet. Ja. Kein Risiko. Doch, wieder der Direkter Go gegen Basement, Asmo. ja. Hatten haben sie eben schon gespielt. Asmo sieht ja nicht gut aus, aber Simon wieder an Kiste. Einen machen. Das zweite wäre wichtig. Boah, er pratzt zu Boah, aber da viel. kommt Boah, sehr schön. Kükermanns. Ne, Kirby kommt Kirby durch kommt Smoke da. schon. Oh, die Nades ist gut. Kommt einer über Cutters? Ja, die sie auf ihn müsste man jetzt warten. Und keiner übernimmt Cutters. Skadoodle hätte noch eine Fläche. Das sieht so aus, als ob sie Stan rausschicken. Ne, geht doch nicht ans Loch. Diese muss Gas geben. Erst macht er. One Boah, on schade, war one. eigentlich ganz gutes Aiming gerade. Ja, fast drauf gewesen. Boah, einer läuft ihm rein. Kit hat er auch. Stark. Ganz, ganz wichtig. Um mal die Runden in Folge zu holen. Bombe wurde aber gelegt, das heißt wahrscheinlich auch Geld bei Curse. Machen aber Echo. Doch nicht ganz gereicht. Boah, wie bitter. Hast du es dann lang gesehen? Dizzy kriegt von hinten eine Flash und in dem Moment kommt aber auch von den T's eine Flash, wo er halt rumzieht. Ah. Aber kommen ganz gut raus da. Timing. So gut steht Fackel jetzt nicht hier am A. Ja. Wenn er Asmo guckt, gerade irgendwie sein Mate an und dann kommen sie kurz rum und zwei sterben und er war total perplex. Ja, jetzt haben sie natürlich nur noch Spieler an lang. Jetzt Ja, wieder jetzt ist wieder gut, einfach. aber. Aber das sollte Kürz zu denken geben. Sogar in der Eco, ja, so leichtes Spiel in Anführungsstrichen, also so arge Probleme an Faculty bereitet. Da sollte Faculty jetzt in der nächsten Runde überlegen, ja, also den Schritt vorausdenken und denken, ja, das hat jetzt bei denen so geklappt, dann werden die das vielleicht nächste Runde machen, dann blocken wir jetzt mal den Steg oder so. Ja. Also vielleicht mal sowas in der Art jetzt. Keine Arbe bei Faculty. Ich glaube, geldtechnisch geht es eh nicht klar, ja. Stattdessen wird halt einfach. Wieder lang eingenommen. Also, Aber guck es. mal, Curse spielt super schnell. Ja, und jetzt stehen sie wieder verloren im Posten da am A-Spot, könnten eigentlich schon in die Base droppen und probieren, einen Naja, halbwegs sie vernünftigen Retake zu spielen. entscheiden sich kurzzeitig zu blocken.
Mann, die sneakt sich da. So. Der Smoke. Ich wurde zwar irgendwie schon eingenommen von den Tees. ETF. Ja, darum war ich gerade ein bisschen verwundert, dass da nichts passiert. Also ja. Ich hatte schon auf der Overview die zwei Kursspieler den Steg einnehmen sehen und denk mir so, hä? Sie haben halt, schießt einfach niemand. Sie haben halt neben der Treppe zusammen kurz gehockt. Oh Mann. So, haben sie wenigstens Geld? Ne, haben gar keinen Kohle. Was würdest du jetzt mit den beiden Waffen machen? Kurz blocken? Ich würde gegen die Typen jetzt mal... Weil der Rest kann er sehr wahrscheinlich nicht kaufen. Also was heißt ja, die beiden Waffen sollen mal B pushen. Mal was Neues. Asmo sollte sich eine Smoke kaufen. Er hat schon eine. Mhm. Mitte rein smoken, ziemlich tief, dass er gerade unten reinkommt. Und der andere vielleicht B pushen, vielleicht einen leichten Frag so bekommen. Wenn nicht sogar zwei. Also... Dass mir da. Wäre mal was Neues halt. Mhm. Blocken kurz. Simon mit der anderen Waffe am B. Oh, einer ist schon schräge. Asmo neben dir. Oh, er hat keine Ahnung von. Ansonsten sollten sie jetzt die Waffen. Selbst wenn da nichts am B ist, könnten sie die beiden Waffen halt immer noch sparen. Ja. Ich meine, das schadet ja nicht als CT. Ja. Ja. Aber sie müssen sich jetzt unbedingt was einfallen lassen gegen diesen Curse schnell lang einnehmen. Also wollen immer den, also Fekni möchte immer lang blocken gegen die, aber im Moment keine Schnitte und da muss ich einfach jetzt, da muss einfach jetzt was Neues. Ja, sonst geht das hier immer so weiter. Also mal gucken, was sie sich jetzt da ausdenken. Hoffentlich. Ich meine, Cutters Push würde sich natürlich auch anbieten. Das ja, gerade die letzten 2-3 Runden ist natürlich gar keiner von Kirsty da aufgebaut, weil sie halt schnell einen A-Split gespielt haben. Richtig. Aber es schadet ja auch nicht, zu dritt Cutters zu pushen und zwei blocken den Steg. Dann machst oder ja, zwei blocken den Steg, dann machst du irgendwie einen Retake, wenn die zu viert lang gehen oder zu dritt halt, keine Ahnung. Oder wenn die Cutters unten sind, dann und zwei Steg, dann kann man die auch relativ vielleicht in der Mitte bumsen, weil so viele sind da ja auch nicht. Ja. Ja, yeah, war jetzt ein bisschen klar. Halt so gesprochen, aber so ist es ja vom Prinzip her. Ja, klar. So, jetzt ja, baut halt mal, wieder keiner von Cutters. Die halt wieder lang. Ja, und zwei Kursspieler einfach sofort wieder kurz durch. Erwischen jetzt wahrscheinlich Kükermans auf dem falschen Fuß und der ist einfach tot. Zack. Boah. Hat Glück, er wird nur angeschossen. Aber wir sind halt schon fast drauf. Vielleicht ist ja, und jetzt nach. Lang ist auch eingenommen, aber jetzt sind die Spieler schon auf A und. Das ist jetzt ein leichtes Spiel für Curse jetzt hier den Lang noch zusätzlich. Aber die Bombe ist lang, die Bombe ist lang, wenn die stirbt. Aber was der A-Spieler Stan spielt da viel zu passiv leider. Ja, trotzdem ist. Mal auf die Schräge gehen. Ja, trotzdem ist die Runde schon wieder gewonnen, ja. Ach ja. Es klappt einfach gerade nicht, so leid es mir tut. Also diese Methode da an A ist einfach gerade zu leicht auszuhebeln von Curse. So leid es mir tut. Muss was Neues her, vielleicht auch mal ein Timer oder so, hast du nicht gesehen, also... Weiß gar nicht, ob's keine gibt. Ahnung. Eine Pause konntest du ja letztens auch in den anderen Game machen oder so, also... Ey, vier Runden schon in Folge da an Lang verloren? Also... Komm, Faculty, Mann, was ist da los? Schon ist der Ausgleich wieder geschaffen. 12 beide, noch eine Eco. Also spätestens nach der Runde müssen sie jetzt mal was umstellen. Ja. Ich hoffe, dass sie da jetzt ein bisschen quatschen in der Eco sozusagen. Aber ist es jetzt, also Curse hat ja jetzt wirklich Freifahrtschein. Sie können jetzt eigentlich spielen, was sie wollen, oder? Sie sind komplett balanced, weil sie immer lang gegangen sind. Und können jetzt einfach mal ein B-Split spielen, ja. Weil davor vier Runden lang ein A-Split geklappt hat. Also
Die muss sich jetzt was gegen diesen A-Split einfallen lassen, aber richtig, sind dadurch halt wahrscheinlich anfälliger gegen den B-Split. Sind halt komplett balanced, so. Also, wenn sie einfach Standard aufbauen, die Sache mal langsam angehen, sehen sie sofort, wie Faculty steht, und dann können sie immer noch entscheiden. Also, Faculty muss agieren, um jetzt hier zurückzukommen, quasi, um diesen schnellen A-Split zu halten. Wieder mal nicht schnell lang oder Steg einnehmen. Ich befürchte aber, dass wir eine AWP sehen, und ich glaube, das ist der falsche Weg. Wobei, wenn sie mal nachdenken. Mit der AWP wenigstens, aber kurz blocken, wie du halt sagst, das wäre wichtig. Dann kann man von mir aus auch eine AWP mit haben, aber. Oder, also halt, oder die AWP zieht dann einfach lang vom A-Spot. Ja, ich wollte gerade sagen, wie nehmen die denn. Also lang ist unmöglich mit einer AWP zu halten. Also von A lang aus. Von A überlege ich gerade, ob die da jetzt eine Chance haben. Ich habe jetzt nicht so auf die Flash von den Spielern an Steg geachtet, aber ich glaube, die Flashen auch schon ganz ordentlich. Ja, wenn der Steg blockt. Also was ich Faculty vorschlagen würde, wäre mal einfach am Anfang eine Runde zu dritt lang zu gehen, wirklich all in quasi in die Grube probieren zu kommen und dann, wenn die da kommen, mal auf A zu scheißen und einen vernünftigen Retake zu machen. Also, so schwer ist es nicht. So, jetzt sehen wir die Arme bei Mantis. Mal gucken. Stattdessen hat sich bis jetzt immer QK Mantis und sonst noch jemand mit den A-Spielern angelegt, anstatt die. Also, keine Ahnung. So, guck mal, sie blocken so, jetzt, ja, jetzt machen sie mal was anderes. Aufbau über Katas. Ah, und jetzt kommt der B-Split. Jetzt kommt dieser B-Split, ne? Ja. Erstmal aber das, diesmal mit M4. Aber sie stehen ja, dadurch, dass sie Steg sind, nicht so schlecht. Also sie sind ja relativ schnell dort. Könnten von hinten schnell Katas pushen, was ich eher empfehlen würde, wenn ein B-Split kommt und du Steg bist. Guck mal, sie gehen sogar zu 5 Mitte raus. Ist dein Ernst? Boah, komm, jetzt, das muss doch schneller angesagt werden hier. Boah, es muss vielleicht. Er macht. Kirby schiebt immer noch einen nicht. Und Simon stirbt instant. Fuck. Doch, Kirby ist schnell über Katas da. Leider ist aber irgendwie Disruptor schon gestorben, sodass es. Und die B-Spieler haben ein Frag zu wenig gemacht. Sodass es nicht mal ein 3 gegen 3 ist und das kann man einfach sofort wieder safen. Ich suche gerade Simon, wo der. Hinten am Spot scheinbar. Das spielt dann. Very Games spielt das, glaube ich, besser. Also, wenn sie dann zu zweit auf Spot sind, der B-Split kommt, dann geht der eine immer ein Loch raus, also der Flash, glaube ich, drüber, und dann ziehen die beide vor B und lassen scheißen auf B, halten erstmal nur vor B, spielen dann den Retake. Ich glaube, das ist auch ein wesentlich besseres Mittel, als dann nur allein einen am Tor zu lassen und so. Weil B-Split aufhalten zu zweit ist echt nicht so einfach. Also. Weil die Flächen sind einfach so spät gekommen. Hat man gerade super bei Asmo gesehen. Er hat zwar gesehen, dass sie raus sind, aber bevor der gegengeflasht hat, sind sie schon fast vor ihm oben. Oder waren halt sogar das, vor ihm. Das, was ich dazu sage, ist, ja, es ist schwer. Sehr gut. Punkt. Ja, mehr will ich gerade nicht sagen dazu. Viel. Also, wenn es wieder zu viel Information. So, jetzt kommt ein B-Wash. Einfach kackendreist von Curse. Ja, also, ja, aber wie gesagt, sie können halt machen, was sie wollen. Jetzt wird die Runde vielleicht nicht Einzelaktion gerissen. Guck mal, was Simon da macht. Ja, du musst die Cutters jetzt hier abdecken gegen Kirby. Kein das ist ein mehr. Duell, aber er hat eine Arbe, das ist safe. Ja. Oh, okay, wir hatten das. Oh, Ballsteep. No. Ja, aber letztes bekannt. Können sogar er ist Cutters durch, hallo. Aber es wird angesagt, oder? Ja, er wurde abgesmuggelt, das muss angesagt werden. Gut, der kann ruhig noch sterben, ist immer noch Turn 1. Ja, er muss für lang legen. Er muss für lang legen, ja. Macht er. Ja, sehr schön. Boah, das wird knapp. Also, wenn er den jetzt sofort killt, Skadul ist. Okay, jetzt, ja, das passt schon. Oh, Skadul ist da. Ja, keine Smoke. Nein. Muss in die Grube kommen. Muss in die Grube. Er ist in der Grube und jetzt kann er safen gehen. Er hat keine Smoke mehr. Boah, er verschießt. Warum geht der Typ denn so weit aus der Grube? Wusste er nicht, wie gelegt ist, oder was? Aber jetzt macht aber Kirby. Also entweder geht er drauf oder geht komplett weg, aber da ist so ein halbgarer Scheiß. Er hatte eine Sekunde die Chance, ihn die Runde noch zu holen, und das war, als dieser Typ so weit aus der Grube rausgeht. Danach hätte er sofort helfen gehen müssen. Also, hat er jetzt im Endeffekt ja eh gemacht, aber danach war die Runde ja eh gegessen.
keine Chance mehr dann, wenn er dann so defensiv geht. Geblockt, ein Frag gesetzt. Und das hat dann lang. Schöne Frags. Das endlich mal ein bisschen ausgerastet mit Abe. Ja, mal gucken, ob das echt noch zu einer Overtime werden kann, aber. Also es wäre gut, aber es ist schwierig. Also jetzt spielen sie wieder so Halbstandard. Michael kann jetzt schon eigentlich ansagen. Oh, warte mal, was ist mit dem Langspieler? Ich glaube, Faculty war komplett ruhig auf beiden Stellen und die sind sich gerade richtig unsicher, die Körspieler, wo Faculty gerade ist. Asmo dürfte ganz gut müssen jetzt Steps mal, sein, also Kurs muss jetzt mal irgendwas einnehmen hier, also entweder lang oder Steg. Bleibt ihnen nichts anderes übrig, die haben gar keine Kontrolle gerade. Sind so. Wir schon sehr verunsichert, auf jeden Fall. Man wird wohl auf B gehen. Und Simon ist da auf sich allein gestellt. B ist auch jetzt Big Contact. Ast muss nämlich Mitte nah am Tor. Weil lass den ersten Durchlauf. Er war blind, laut meiner Map. Okay. Simon konnte auch kein B machen. Zack. Zack. Keine Chance eigentlich mehr. Ja, aber müssen es probieren. Aber Skadoodle. Oh, guck mal, diese auch. Skadoodle deckt die einzige Möglichkeit ab. Mit Molly. Kommen können. Ja. GG. Oh, Mann. Faculty ist das einzige europäische Team, was er leider nicht gewinnt. Somit werden wir sie morgen, oder nee, heute Nachmittag im Lower Bracket sehen.